Parteifreundinnen und Parteifreunde, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen bei der CSU-Ortshauptversammlung zur Nominierung des Bürgermeisterkandidaten bzw. der Bürgermeisterkandidatin, wie es ganz offiziell heißt, hier im Saal des Gasthauses Schmolzbach. Es freut mich, auch wieder zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Und bitte Sie, liebe Gäste, am Ende meiner Begrüßung, dass die CSU im Landkreis Schwandorf beste Voraussetzungen hat, bei der nächsten Kommunalwahl den schwarzen Landrat, den ersten schwarzen Landrat seit 42 Jahren zu stellen. Und viele Menschen, nicht nur in der CSU, sondern auch außerhalb der CSU, sprechen mich darauf an, dass die damalige Entscheidung nicht nur eine mutige Entscheidung war, sondern eine richtige Entscheidung. Und meine Damen und Herren, deswegen bitte ich Sie heute um ein möglichst geschlossenes und einstimmiges Votum für den neuen Bürgermeisterkandidaten Thomas Gesche, damit wir dann auch alle gemeinsam am 16. März sagen, wir haben nicht nur mutige, sondern richtige Entscheidungen im Landkreis Schwandorf und in der Stadt Burg Engelfeld getroffen. Herzlichen Dank dafür. Des Ortsverbandes Burglengenfeld schlägt Thomas Gesche vor. Seht her, hier habt ihr ein Angebot von uns. Wir sind der Meinung, dass dieser Mann aus unseren Reihen das Beste für unser Burglengenfeld leisten wird. Und somit sind wir wieder bei den Worten Lincolns, er wird diese Macht nicht missbrauchen. Und wer jetzt meint, naja, da haben sie halt einen Freundlichen genommen, oder einen ihrer Freundlichsten, der täuscht sich, denn die Charakterstärke Gesches zeichnet sich nicht nur durch diese Eigenschaft aus, sondern auch durch jene für andere und für das Richtige einzutreten und sich nicht beugen zu lassen. Die Kommunalwahl 2014 ist für uns in Burglengenfeld eine ganz besondere Wahl. Es ist ein Kandidat, der alles mitbringt, was man für das Bürgermeisteramt braucht. Er hat sowohl den Sachverstand als auch die menschlichen Qualitäten, die der Michael bereits ausreichend erwähnt hat. Für den Ort, wo wir daheim sind. Also erstmal einmal danke an die Felserer, ihr macht es super. Danke, dass ihr heute Zeit gefunden habt und ich weiß, auch wenn der Grußworte eigentlich genug gesprochen sind, muss ich dennoch auf ein paar Personen nochmals eingehen. Ich sage ausdrücklich nochmal ganz vielen Dank für die Anwesenheit und vielleicht machen wir jetzt wirklich dann einen Sammelapplaus, dass wir uns diese Zwischenapplaus-Szenen ganz kurz spannen, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil die Rede wird sehr lang, um das vorwegzuschießen. Ich sage dir, lieber Karl Hohlmeier, unser Abgeordneter aus unserem Wahlkreis im Deutschen Bundestag, herzlichen Dank für dein Kommen, ganz genauso wie unserem Landtagsabgeordneten Alexander Friel, unser Vertreter im Landtag, und ganz genauso Thomas Ebeling, unser Landtagskandidat für den Landkreis Schwandorf. Und besonders euer Kommen unterstreicht die Wichtigkeit der heutigen Veranstaltung. Eine Veranstaltung, auf der wir, die CSU Burglengenfeld, auf der Sie, meine lieben Freunde, meine lieben Mitstreiter, meine lieben Parteifreunde, den Grundstein legen für eine Weichenstellung. Eine Weichenstellung nach 24 Jahren roter Kommunalpolitik in Burglengenfeld. Und ich sage, damit ist es genug und danke für euer Kommen. Aber selbstverständlich an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle anderen Ehrengäste, die heute anwesend sind. Ich denke an den Herrn Dr. Thomas Brandl, unser Abgeordneter im Bezirkstag. Ich denke an unseren Bezirkskreisvorsitzenden der JU, den Christian Dolleschall, und unsere Kreisvorsitzende der JU Schwandorf, die Bettina Lobauer, genauso den Kreisvorsitzenden im Kreis Weiden der JU, den Michael Bieler. Ich denke an all unsere aktiven Stadträte der CSU. Ich denke an die Altstadträte der CSU. Und ganz besonders, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücken, ganz besonders freut mich das Kommen
unseres Altbürgermeisters Stefan Ball-Wiedermann. Er ist seit 1990 der letzte schwarze Bürgermeister in Burglengfeld und das schon viel zu lange, meine Damen und Herren. Danke. Danke für euer Kommen und dann auch nochmal danke natürlich selbstverständlich an meine Parteifreunde, dass ihr euch eingefunden habt. Und ganz besonders freut es mich selbstverständlich auch, dass ich, wenn ich durch die Reihen schaue, einige interessierte Bürgerinnen und Bürger eingefunden haben. Denn Sie, meine Damen und Herren, sind es, für die wir Kommunalpolitik in Burglengfeld gestalten werden und für die wir versuchen werden, in Burglengfeld etwas voranzubringen, etwas zu verbessern. Ihnen allen herzlich willkommen, genauso dem Vertreter der Presse, dem Herrn Schaller. Und dann sage ich, kommen wir langsam zum Wichtigsten, warum wir heute da sind. Dass ich Ihnen vorstelle, erstens, warum ich der richtige Kandidat bin für die CSU Burglengfeld, der geeignete Mann. Und zweitens, was wir, die CSU Burglengfeld und Burglengfeld vorhaben, wie wir uns Politik vorstellen. Der erste Punkt ist die Prägung eines neuen politischen Stils. Erst auf der letzten Bauausschusssitzung hat der amtierende Bürgermeister gesagt, dass durch Livestream-Übertragung eventuell das Klima im Stadtrat besser werden könnte, dass sich die Stadträte nun vielleicht mehr zusammenreißen. Ja, meine Damen und Herren, da stimmt doch was nicht, oder? Dann hat man wohl erkannt, dass momentan ein Klima der Vergiftung, der Anfeindung und der Ausgrenzung herrscht, dass ein Misstrauen und negativen Wert gegen jeden herrscht, der offen seine Meinung sagt. Das darf es nicht sein. Es herrscht eine Vergiftung durch eine parteipolitisch geprägte Politik, durch eine Politik der Scheuklappen, in der zu oft die parteipolitischen Befindlichkeiten im Vordergrund stehen und nicht die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Damit muss Schluss sein. Ich sage, Klima im Stadtrat, das ist überwiegend Chefsache. Und als erstes werde ich es angehen, dieses Klima zu ändern. Es muss ein neuer, ein anderer politischer Stil in Burglengfeld geprägt werden. Ein Stil, erstens eine offene Politik, zweitens eine transparente Politik und drittens eine ehrliche Politik. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, eine Politik mit allen, die sich daran beteiligen wollen, für alle, ganz egal in welchem Verein sie sind, in welchen Parteien sie sind, wir wollen eine Politik für unsere Bürgerinnen, und zwar für alle Bürger. Offenheit belebt das politische Geschäft. Das sieht man gerade auf Bürgerversammlungen. Herrscht auf solchen Bürgerversammlungen entweder eine Stimmung wie auf einem Friedhof, weil sich niemand traut, dass er was äußert, oder ist dort eine lebhafte Diskussion imstande, weil der Bürger mitgenommen wird. Und da sehen wir, dass bei uns vielleicht etwas im Argen ist. Ehrliche Politik, da sage ich, dass an dieser Stelle auch ehrliche, aber unbequeme Wahrheiten angesprochen werden dürfen. Wir dürfen nicht durch ein immer mehr an Marketing, durch ein immer mehr an Pressesprechern und durch ein immer mehr an sogenannten Informationsbrettern versuchen, ein Bild zu zeichnen, was es nicht gibt. Ein Bild, als ob wir in einem Wunderland leben, in einem Schlaraffenland, das ich alles leisten kann. Meine Damen und Herren, das können wir aber leider eben nicht. Und da sage ich, der Bürger hat ein Recht auf ehrliche Information. Das meine ich mit ehrlicher Politik. Wenn ich sage transparente Politik, meine lieben Anwesenden, dann meine ich, dass natürlich jedem Stadtrat alle Informationen offenstehen müssen, die er benötigt. Dann meine ich, dass jedem Bürger alle Informationen, alle öffentlichen Informationen leicht zugänglich sein müssen. Das heißt, öffentliche Satzungen müssen auf die Homepage der Stadt, müssen für jeden einsehbar sein. Öffentliche Protokolle müssen auf die Homepage der Stadt und alle anderen öffentlichen Informationen, die Bürger benötigen, die Stadträte benötigen, die müssen offengelegt werden. Das heißt nicht, dass ich eine Scheintransparenz will durch einen sogenannten Livestream-Berichterstattung. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber Transparenz geht anders und Transparenz ist mehr. Aber neuer politischer Stil, das ist noch wesentlich mehr. Nämlich ein Mehr an Zusammenarbeit, an Zusammenwachsen und an Zusammenarbeit. Und nämlich Zusammenarbeit im Städtedreieck, meine Damen und Herren. Das Städtedreieck ist die wichtigste Region im Landkreis Schwandorf. Wir haben über 30.000 Einwohner. Lassen Sie uns im Städtedreieck etwas bewegen. Und bewegen können wir nur etwas zusammen. Nämlich mit einem Zusammen in den Verwaltungen, in den Bauhöfen. Ein Zusammen, wenn ich sage, wir wollen zusammen Gewerbebetriebe ansiedeln im Städtedreieck, speziell bei uns, natürlich auch in Burglengfeld. Aber in erster Linie müssen wir an das große Ganze denken, an das Städtedreieck. Und wenn ich schon beim Städtedreieck bin, meine Damen und Herren, dann ist es fast unnötig zu erwähnen, dass ich sage, die CSU Burglengfeld befürwortet und steht selbstverständlich zum Aus- und Weiterbau der Umgehungsstraße.
Aber wir sagen auch, ein Weiterbau der Umgehungsstraße muss zwei Faktoren berücksichtigen. Es müssen alle drei Städte davon profitieren. Die Stadt Tölplitz natürlich am stärksten, also am stärksten vom Verkehr natürlich auch betroffen ist. Und wenn wir diese historische Chance haben, eine Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte, meine Damen und Herren, dann müssen wir versuchen, die sogenannte neue Mitte zu erschließen mit dieser Umgehungsstraße. Das ist eine historische Chance für uns, die wir nutzen müssen. Als weiterer Punkt, wenn ich von der Veränderung des politischen Stils spreche, möchte ich auch ein Mehr an Demokratie. Momentan ist hier eventuell einiges im Argen. Ich möchte ein Mehr an Mitspracherecht, sowohl für die gewählten Volksvertreter, für die Stadträte, meine Damen und Herren, und auch ein Mehr an Demokratie für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Erstens sage ich, geben wir unseren Stadträten Planungssicherheit. Planungssicherheit durch ein Jahr im Voraus festgelegten Sitzungskalender, Terminkalender, wann Stadtratssitzungen stattfinden. So, dass zum Beispiel auch berufstätigen Stadträten die Teilnahme an Sitzungen möglich ist. Des Weiteren sage ich, warum beziehen wir unsere Bürgerinnen und unsere Bürger nicht von Anfang an in die Politik ein? Das kann zum Beispiel sein, eben durch gut geführte Bürgerversammlung. Das kann aber auch dadurch sein, dass man die Meinung der Bürgerinnen und Bürger dadurch abfragt, indem man Abstimmung laufen lässt zu richtungsweisenden, zu wichtigen Grundsatzentscheidungen, die die Stadt Burg Lengfeld betreffen. Und das braucht man nicht sagen, wäre zu teuer oder das wäre nicht umsetzbar. Das kann gehen, zum Beispiel mit einer ganz einfachen Abstimmung im Bürgerbüro, die fast nichts kostet, das Bürgerbüro ist sowieso da. Da kann man sicherlich nicht als ein Instrument der Tagespolitik, aber eben für Grundsatzentscheidungen die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen und ihre Meinung ausloten. Und diese Meinung ist es ja schließlich, die zählt. Und völlig untragbar, meine Damen und Herren, völlig untragbar und völlig unpassend ist es, dass sechs Stadträte von der Arbeit des Stadtrates vollkommen ausgenommen sind, dadurch, dass sie nicht in irgendwelchen Ausschüssen vertreten sind. Stellen Sie sich Stadtratspolitik so vor, dass ich sage, ich wähle Stadträte und diese entscheiden letztendlich dann nur noch über die Vergabe von Straßennamen? Meine Damen und Herren, ich stelle es mir so nicht vor. Stadtratsarbeit und besonders Demokratie geht anders. Und wenn wir gerade bei dem neuen politischen Stil, bei den Schlagworten Offenheit und Ehrlichkeit sind, bei Ehrlichkeit, da sollten wir eins mit ansprechen, nämlich den Begriff PSB. Ich sehe schon, ich schaue in einige fragende Gesichter, nicht jeder kennt es, die PSB, die Personalserviceagentur Burg Lengenfeld GmbH, ist ein Tochterunternehmen der Stadt, deren Zweck ist die Überlassung von Arbeitnehmern. Was heißt das, meine lieben Anwesenden? Das heißt, dass ein Tochterfirma der Stadt, nämlich die PSB, de facto eine... Ja, ganz kleiner Augenblick, jetzt bin ich auf der falschen Seite, aber das macht nichts. Die PSB ist im Grunde genommen eine Zeitarbeitsfirma. Und da fragt man sich, ja, wofür hat man so ein solches Konstrukt? Wozu braucht eine Stadt sowas Ähnliches wie eine Zeitarbeitsfirma? Das ist ganz einfach, weil man sich so Löhne spart, eben die Beschäftigten nicht ordnungsgemäß bei den Stadtwerken oder bei der Stadt beschäftigt, sondern eben in diese Zeitarbeitsfirma, in diese sogenannte PSB auslagern kann. Und das, meine Damen und Herren, finde ich schon komisch. Da stellen sich die Sozialdemokraten auf Bundesebene hin und sagen, wir brauchen einen flächendeckenden Mindestlohn für alle und Arbeit muss sich lohnen. Ja, aber auf kommunaler Ebene wird etwas ganz anderes gelebt und damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Wenn wir Arbeit nicht beschäftigen... Wenn wir Arbeitnehmer beschäftigen in Burg Lengenfeld, meine Damen und Herren, dann wirklich nur gleiche Kondition für alle. Und ich will es mal freundlich ausdrücken und nenne es ein Sparmodell. Und ich sage, dieses Sparmodell muss zurückgefahren werden. Die Beschäftigten müssen entweder bei der Stadt oder bei den Stadtwerken in vernünftigen Arbeitsverhältnissen angestellt werden. Und da muss es eben Schluss sein. Auch ist es mir ein Anliegen, dass wir künftig vernünftige Kommunalpolitik im Umland gestalten, vernünftige Umlandpolitik. Und die bezieht sich auf mehr als Feste. Die bezieht sich darauf, dass unsere Umlandbürger auf vernünftigen Straßen, auf vernünftig ausgebauten und sanierten Straßen in ihre Umlanddörfer fahren können und nicht auf irgendwelchen Holper- oder Schlaglochpisten. Und man darf sich nicht darauf berufen, meine Damen und Herren, dass ich sage, diese oder jene Straße befindet sich nicht in der Straßenbaulast der Stadt Burg Lengenfeld. Ja, da muss ich zu dieser Stelle gehen, die eben für die Straße zuständig ist. Wir haben unsere Ansprechpartner hier vom Land, vom Bund, eben bei den jeweiligen Ansprechpartnern.
Da, wo die Straßen des Straßenbaulers liegt, da muss Druck gemacht werden, damit unsere Bürger vernünftig in ihre Ortsteile gelangen können. Und genauso wichtig wie die Straßen sind heute Telekommunikationsnetze, meine Damen und Herren. Wir werden weiterhin alle Bemühungen vorantreiben, die es unseren Bürgern ermöglichen, endlich vernünftige Telekommunikationsnetze. Des Weiteren wollen wir natürlich auch die dörfliche Struktur und das Zusammenleben stärken. Dadurch stärken, dass wir sagen, wir werden Gemeindehäuser erhalten, wir werden die Vereine vor Ort fördern, die Vereine, Feuerwehren, Kirchenverbände, Kapellen, die viel tun für das Zusammenleben in unserer Stadt, viel für die Gemeinschaft und viel für die Sicherheit in den Umlandgemeinden. Ein Augenmerk liegt natürlich auch auf den Land- und Forstbürgern. Wir wollen sie zum einen unterstützen, indem wir ihnen die nötigen Flächen geben, die nötigen Pachtflächen, die sie benötigen. Und zum anderen wollen wir aber auch es schaffen, ein Mehr an Zusammenarbeit zwischen unseren örtlichen Schulen und zwischen den Land- und Forstbürgern zu erreichen. Unsere Kinder, die Kinder der Stadt Burg Lengenfeld, wissen oft gar nicht mehr, wo Lebensmittel herkommen, wie sie entstehen und schon gar nicht wissen sie oft um die Bedeutung der regionalen Herkunft. Und hier kann man viel verbessern in einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Stadt eben beziehungsweise zwischen den Schulen und den Land- und Forstwirten vor Ort. Auch, aber das sage ich eben, das steht nicht im Vordergrund, also wir sind keine Stadt nur zum Feiern, auch kann ich mir zum Beispiel ein Umlandfest vorstellen, was jährlich rotiert, dass man sagt, okay, ein Jahr in See, ein Jahr in Pülsheim, ein Jahr in Dieteldorf und so weiter. Das, meine Damen und Herren, darf aber kein Fest sein, was Zehntausende verschlingt. Wir haben wunderbare Vereine, die dies selber gestalten können. Wir haben wunderbare Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren und wir haben wunderbare Kapellen vor Ort. Die Blaskapelle Dieteldorf, die Blaskapelle Pülsheim oder hier neben mir haben wir auch eine wunderbare Blaskapelle, die Felserer. Es heißt, die Mittel sind vor Ort. Wir müssen nicht mit teurem Geld teure Feste gestalten und eine Art Brot und Spiele leben vor Ort. Wir können uns selber präsentieren und unsere regionale Herkunft verstärken, unsere eigene Identität. Und wenn ich gerade schon beim Punkt Schule war und die Zusammenarbeit mit der Schule zu stärken, dann wird ein Hauptaugenmerk meiner Arbeit, unserer Arbeit, der CSU Burg Lengenfeld darauf liegen, auch wenn ich selbst jung bin, auch wenn ich selbst noch keine Familie habe, dass wir sagen, wir brauchen eine gute, vernünftige und flexible Betreuung unserer Kinder, sei es im Kindergarten, sei es in der Schule. Da brauchen wir pädagogisch wertvolle Angebote und vor allen Dingen flexible Angebote, meine Damen und Herren. In der Arbeitswelt wird Flexibilität immer wichtiger. Und wenn die Flexibilität der Eltern immer wichtiger wird, müssen wir eben die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Wir sind hier in einigen Punkten auf einem guten Weg, aber ich sage lang- und mittelfristig brauchen wir eine kostenfreie oder zumindest kostengünstige und hochwertige Betreuung unserer Kinder. Brauchen eine Betreuung, die bis 18 Uhr geht, meine Damen und Herren, bis die Eltern aus der Arbeit kommen. Und vor allen Dingen brauchen wir ein kostenfreies Mittagessen für jedes Kind. Und dafür werden wir eintreten von der CSU Burg Lengenfeld. Zu den wichtigen Punkten der Kommunalpolitik zählt natürlich auch die Infrastruktur. Die Förderung des Wirtschaftslebens, des Wohnungsmarktes und der Infrastruktur im Allgemeinen. Wir, meine Damen und Herren, liegen in Burg Lengenfeld in der Nähe zu Regensburg. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile und gewisse Gefahren. Ein Vorteil ist natürlich, dass wir in diesem sogenannten Speckgürtel liegen und dadurch selbstverständlich automatisch Zuwachs generieren, automatisch Zuzug generieren. Das ist gut und das begrüßen wir auch. Unsere Einwohnerzahl steigt und das seit jeher und ohne dass wir viel dafür tun. Und zwar, weil wir zum einen fantastische Einrichtungen vor Ort haben, das Gymnasium, das Krankenhaus, die Realschule. Das heißt, wir sind attraktiv und profitieren von dieser Nähe. Wir müssen aber auch aufpassen, dass die Kaufkraft in Burg Lengenfeld gehalten wird, dass die Geschäfte in Burg Lengenfeld gehalten wird. Wir dürfen keine Auspendlerstadt werden, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel im Verkehrsgutachten zur Umgehungsstraße, dass wir keine Schlafstadt werden, sondern Burg Lengenfeld muss lebendig und attraktiv bleiben, meine Damen und Herren. Zu diesem Zweck brauchen wir natürlich Zuwachs. Und da sage ich zum einen Zuwachs auch durch gesunde Nachverdichtung, durch die Nachverdichtung von Baulücken. Aus diesem Grund wollen wir, die CSU Burg Lengenfeld, zum Beispiel eine Baulückenbörse nach dem Vorbild der Stadt Max-Hütte-Heidhof schaffen. Aber Nachverdichtung alleine ist nicht alles und kann nicht reichen. Wir brauchen selbstverständlich auch Baugebiete. Aber wir brauchen einen gesteuerten Zuwachs, einen gesunden Zuwachs und wir brauchen vernünftige, sinnvolle Baugebiete. Wir brauchen Baugebiete, die dem Verkehrsaufkommen genügend Platz geben. Die aktuellen Straßen in unseren Baugebieten, in unseren Neubaugebieten sind so eng, meine Damen und Herren, so klein. Applaus
wenn sich dort zwei PKWs begegnen, ich denke nur mal an den Augustenhof Südhang oder ich denke zum Beispiel an das Neubaugebiet beim ehemaligen Freibadgelände, dann sind wir so weit, dass zum Beispiel ein Auto schon auf dem Bürgersteig fahren muss, weil es nicht an dem anderen vorbeipasst. Wir dürfen uns nicht an einer Maximalgröße oder Minimalgröße, die vorgeschrieben ist, orientieren. Wir müssen uns an den Gegebenheiten vor Ort orientieren. Und selbst das Verkehrsgutachten zur Umgehungsstraße hat uns gesagt, dass der Verkehr steigen wird. Das heißt, wir müssen uns an diesen Realitäten orientieren und nicht an dem, was vielleicht mal früher war oder was sein könnte, sondern an den Gegebenheiten. Und der Verkehr steigt. Das heißt, wir brauchen vernünftig gestaltete Baugebiete. Und die vernünftige Gestaltung, meine Damen und Herren, die bezieht sich natürlich nicht nur auf die Straßen. Die bezieht sich auch darauf, dass wir in diesen Baugebieten Grünflächen haben, Kinderspielplätze haben. Da kann es nicht sein, dass Kinderspielplätze geschlossen werden, um Profit für die Stadt Burg Lengfeld zu erzielen. Ich denke beispielsweise an den Spielplatz beim Burgcafé oder der Spielplatz in der Holzheimer Straße, in der Eichenstraße oder am Kubacher Weg. Es hat viele Beispiele gegeben, wo Spielplätze einfach zu Baugrund und zwar zum schnellen Euro gemacht wurden. Und das darf es nicht sein. Die Kinder. Meine Damen und Herren, die Kinder unserer Stadt sind unsere Zukunft, die gehören in der Mitte der Stadt und nicht an irgendwelche Neubaugebiete und nach außen gedrängt. Das heißt, wir brauchen nicht nur in den bestehenden Baugebieten Kinderspielplätze, sondern auch in den neuen. Heißt, wir die CSU Burg Lengfeld wollen vernünftige Baugebiete in Burg Lengfeld, die das Ortsbild wirklich abrunden, die sich am Verkehr orientieren, so wie er ist, und die junge Familie unterstützen, so dass die Eltern nicht Angst haben müssen, wenn das Kind auf der Straße spielt, so dass es dann eventuell überfahren werden könnte. Wir wollen die Kinder in der Mitte unserer Gesellschaft und wir wollen vernünftige Baugebiete. Baugebiete, aber nicht nur zum Wohnen, sondern auch fürs Gewerbe, aber darauf kommen wir gleich noch. Als nächstes, den Punkt hätte ich jetzt fast übersehen, wollen wir selbstverständlich auch eine Miet- und Pachtbörse einführen, meine Damen und Herren. Was heißt das? Das heißt, dass potenzielle Vermieter und potenzielle Mieter Wohnraum, Wohnungen, Häuser melden können bei einer Zentrale, eben bei der Stadt Burg Lengfeld, und den Bürgern so das Suchen von neuen Wohnungen erleichtert wird. Jeder, der in letzter Zeit eine Wohnung in Burg Lengfeld gesucht hat, wird gemerkt haben, wie schwer das ist. Und durch dieses einfache Mittel werden wir das verändern können. Zur Stärkung in der Infrastruktur gehört es aber auch, dass wir das Gewerbe in der Innenstadt stärken. Einerseits durch eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den Gewerbetreibenden, genauso mit der Stadt und dem WIFO, und zum anderen aber auch durch die Schaffung von dezentralen und geschäftsnahen Parkplätzen, meine Damen und Herren. Wir haben ein Parkhaus, wir bekennen uns dazu, wollen natürlich, dass dieses gut funktioniert, aber die Gegebenheiten sind nun mal so, dass die Menschen in die Geschäfte fahren wollen, zu den Geschäften fahren wollen. Und durch kleine Mittel lässt sich hier viel erreichen. Denken wir an den Parksteifel am oberen Marktplatz, meine Damen und Herren. Hier können wir mit einfachen Mitteln, auch wenn es manche nicht gern hören, mit einfachen Mitteln 5, 6 neue Parkplätze schaffen. Denken wir an den unteren Marktplatz. Wenn wir diese Kette versetzen, die nach den 5 Längsparkplätzen ist, haben wir wieder 3 neue Parkplätze geschaffen. Und das ohne die Innenstadt zu verstalten, sondern ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren, wie wir die Innenstadt attraktiver machen mit einfachen Mitteln. Und wenn ich sage, die Innenstadt beleben, das Gewerbe beleben, dann sind wir bei einem der wichtigsten Punkte unserer Zukunftsmission, unserer Politik, die wir in Burg Lengfeld gestalten wollen, das Gewerbe. Wir haben in Burg Lengfeld viel zu wenig ansässiges Gewerbe, meine Damen und Herren. In den letzten 20 Jahren haben es gleich große Städte wie etwa Roding zum Beispiel geschafft, eine Stadt Roding, die ca. 11.500 Einwohner hat, die gleich groß ist wie wir, hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren 4.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Burg Lengfeld zu schaffen. In Burg Lengfeld waren es im gleichen Zeitraum nur 500, meine Damen und Herren. Und da läuft etwas falsch und da müssen wir ansetzen. Ich sage, schaffen wir neue Arbeitsplätze, bringen wir neue Gewerbebetriebe nach Burg Lengfeld, und zwar Gewerbebetriebe aus Zukunftsbranchen. Also fördern wir nicht nur die ansässige Gewerkschaft, sondern Gewerbebetriebe, sondern versuchen wir auch neue Gewerbebetriebe nach Burg Lengfeld zu bekommen. Denn sie sind es, die neue Einnahmen in Burg Lengfeld generieren. Einnahmen durch Einwohner, Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Das ist es, was wir benötigen, meine Damen und Herren. Die Zahlen aus den Verkehrsgutachten zur Umgehungsstraße haben es gezeigt. Wir haben wesentlich mehr Auspendler als Einpendler. Und ich sage, lassen Sie uns das ändern. Dadurch, dass wir nicht nur eine attraktive Stadt sind, auch eine attraktive Gewerbestadt. Durch die Ausweisung von neuen Gewerbegebieten, durch die Anstellung eventuell eines Gewerbereferenten, durch die Steuerung durch freiberufliche Projektsteuerer und vor allen Dingen durch eine sehr viel bessere, gezielte Ansiedlungspolitik in Burg Lengfeld. Und wenn wir bei Infrastruktur sind, dann zählt natürlich auch dazu,
die bereit sind. Hier sage ich nun einen ganz wichtigen Satz, meine Damen und Herren. Mit der CSU Burglengfeld wird es eine Schließung des Bulmare nicht geben. Meine Damen und Herren, wir haben ein neuwertiges Bad mit tüchtigen Mitarbeitern. Ein schönes Bad. Doch wir wissen, die Schließung dieses Bades wird es nichts bringen, auch wenn uns das andere gerne unterstellen. Wir wissen aber auch, ein Weiter-so kann nicht funktionieren und wird nicht funktionieren, meine Damen und Herren, weil wir wieder jetzt bei dem Punkt ehrliche Politik sind. Ehrliche Politik muss uns erlauben, dass wir auch über die Finanzen reden. Dieses Bad, was 2005 gebaut wurde, wurde damals mit 15 Millionen Euro finanziert. Das heißt, wir haben einen Schuldenberg damals angehört von 15 Millionen. Meine Damen und Herren, im letzten uns bekannten Jahresabschluss, nämlich aus dem Jahr 2011, betrugen diese Schulden schon 24 Millionen. Sie sind gewachsen und sogar immens gewachsen. So kann es nicht weitergehen. Hier wurde in den letzten Jahren massiv an den Gegebenheiten vorbeigewirtschaftet und es wurde bis heute noch kein einziger Cent zurückgezahlt. Kein Cent, meine Damen und Herren. Und ich frage, wann wollen wir denn anfangen zurückzuzahlen? Wenn das Bad sanierungsbedürftig ist? Wenn wir keine Rekordbesucherzahlen mehr haben, wann wollen wir den Weg ändern, meine Damen und Herren? Ich sage, wir müssen ihn sofort ändern, um das Bad nicht zu gefährden. Es wurde bisher in seiner Existenz gefährdet, auch durch die Politik der Aktiven, die momentan das Ganze steuern. Und wenn man sagt, das Bad hat momentan 24 Millionen Euro Schulden, dann muss man auch schauen, wo kommt dieser hohe Betrag her. Dieser hohe Betrag ist entstanden, meine Damen und Herren, dadurch auch, dass mit dem Geld der Steuerzahler, mit unserem Geld spekuliert und gezockt wurde. Wir haben in Schweizer Fremdwährungskredite spekuliert, wir haben in sogenannten Swaps angelegt und wir haben bereits heute über 5 Millionen Euro verloren durch diese spekulativen Geschäfte. Damit muss Schluss sein und damit wird Schluss sein, meine Damen und Herren. Das heißt, meine Damen und Herren, wir wollen endlich zurückkehren zu seriöseren Bereich und bei jeder Tochterfirma, auch bei der Stadt Burglengfeld. Wir dürfen die Augen nicht länger vor der Realität verschließen, meine Damen und Herren. Wir haben in Burglengfeld, nicht nur wenn man den städtischen Haushalt betrachtet, sondern eben alle Tochterfirmen inklusive Bulmare und allem, was dazugehört, über 62 Millionen Euro Schulden, wahrscheinlich sogar mehr. Und wir haben 2 bis 3 Millionen. Damit muss Schluss sein. Wir wollen endlich eine solide Finanzpolitik und endlich eine echte Tilgung der Schulden. Eine Politik, eine Finanzpolitik, so wie es sie zu Zeiten von Stefan Babiedermann gab, unserem Altbürgermeister. Hören wir auf. Hören wir auf, das Märchen vorzuschreiben, das Märchen von angeblichen Überschüssen, das Märchen von angeblicher Tilgung, denn es stimmt nicht. Und ich sage Ihnen deutlich, wir, die CSU Burglengfeld, wir wollen und wir werden diese Stadt nicht totsparen. Nein, wir werden Burglengfeld weiter gestalten, aber wir werden auch das Geschaffene in Burglengfeld sichern durch eine solide Finanzpolitik. Und wir werden dafür sorgen, dass Generationsgerechtigkeit herrscht, dadurch, dass wir künftige Generationen nicht gefährden durch die aktive Politik, die wir im Moment betreiben und unseren Kindern keine riesigen Schuldenberge hinterlassen. Und wenn ich schon sage, den Kindern keine großen Schulden hinterlassen, für Generationengerechtigkeit sorgen, dann bin ich schon bei einem meiner letzten Punkte, einem unserer letzten Punkte der Generationengerechtigkeit. Hier ist mir als erstes wichtig, dass ich mit allen Generationen in Kontakt treten will, dass ich für alle Generationen einstehe, für die Jungen, für die Alten, für alle Generationen, dass ich einen Dialog mit jedem, wie ich bereits sagte, in Burglengfeld führen will. Auch gehört dazu, dass wir versuchen, in Burglengfeld endlich tatsächlich Barrierefreiheit zu erreichen. Barrierefreiheit dadurch, eben Barrieren zu erkennen, sie sukzessive abzuschaffen und so ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe am Leben in Burglengfeld und im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Gerade die älteren Menschen unserer Gesellschaft sind es, die unseren höchsten Respekt und unsere höchste Anerkennung verdient haben. Sie sind es, die Generation 60 plus, 70 plus, 80 plus. Sie sind es, die uns Werte geschaffen haben, die wir heute fortführen. Eine friedliche Welt und eine Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie kennen. Ihnen sind wir zu höchstem Dank verpflichtet. Aber sie sind es auch, die künftig unsere höchsten Anstrengungen, unser höchstes Engagement benötigen werden. Denn die älteren Menschen haben eine steigende Lebenserwartung
und sie haben auch einen Pflegebedarf, einen höheren, der in Zukunft steigen wird. Und dann sage ich, ist es wichtig, in Burglengenfeld, und zwar im Herzen unserer Stadt, inmitten der Stadt, Lebensraum für ältere Menschen zu schaffen, in dem sie würdig altern können, in dem sie einen würdigen Lebensherbst verbringen können. Da sage ich, es ist unheimlich schade und es ist unheimlich traurig, wenn ich sehe, es gab einen möglichen und einen willigen Investor, der in Burglengenfeld auf den sogenannten Weißgelände investieren wollte und dass dies nicht zustande kam, meine Damen und Herren. Diese Politik wird sich ändern. Wir werden in Burglengenfeld Platz und Raum für altengerechtes Wohnen schaffen und endlich dafür sorgen, dass unsere Mütter, dass unsere Väter, unsere Großväter, dass ältere Personen würdig in Burglengenfeld und zwar mitten in Burglengenfeld altern können. Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, sind in Burglengenfeld unsere Vereine, die Ehrenamtlichen und die Kirchen, die Menschen, die sich engagieren. Hier sagen wir, die CSU Burglengenfeld wird ein Augenmerk darauf legen, dass wir sagen, wir werden dieses Engagement zukünftig mehr würdigen. Zum Beispiel durch die sogenannte Ehrenamtskarte. Wir werden das mehr in den Vordergrund heben, werden den Vereinen Platz geben, sich zu präsentieren, um neue Mitglieder zu gewinnen und werden sie in Zukunft stärken. Gefallen würde uns zum Beispiel ein sogenannter Sonntag der Vereine. Das könnte zum Beispiel der erste Sonntag im Monat sein, bei dem den Vereinen Platz gegeben wird, sich vereinsübergreifend zusammenzufinden, sich zu präsentieren und auch den neuen Mitbürgern vorzustellen, die oft gar nicht wissen, wo sie sich engagieren sollen. Und es gibt zahlreiche wunderbare Organisationen in Burglengenfeld. Dem muss Raum gegeben werden und dem muss Unterstützung gegeben werden. Und nun, ich sehe schon, ich schaue schon in einige wartende Gesichter, manche Getränke werden schon leerer. Meine Damen und Herren, aber seien Sie nicht verunsichert, wir sind schon am letzten Punkt, der Punkt Modernisierung der Verwaltung. Ich komme aus der Verwaltung und habe hier einige Ideen, habe einige Versionen. Das eine ist, wie gesagt, unter dem Punkt Transparenz schon erwähnt, dass Satzungen veröffentlicht werden müssen, dass Protokolle veröffentlicht werden müssen. Also ich will auch in der Verwaltung ein Mehr an Transparenz schaffen. Des Weiteren brauchen wir bürgerfreundliche Öffnungszeiten, aber auch Öffnungszeiten, die den Belangen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung tragen, damit diese vernünftig arbeiten können, was letztendlich dem Bürger wieder zu seinem Wohl geschieht. Und das Online-Angebot unserer Stadt ausbauen. Einfachste Anträge sind dort nicht zu finden. Wir können unseren Bürgerinnen und Bürgern viele Behördengänge erleichtern oder sogar ersparen, indem wir einfach Anträge online laden und sehr viel im Web heutzutage, wie es so schön heißt, geschehen kann. Das heißt, viele Behördengänge sind gar nicht mehr nötig. Hier möchte ich unsere Verwaltung modernisieren und modernisieren auch dadurch, dass ich sage, ich möchte die sogenannte papierlose Verwaltung in Burglengenfeld sukzessive, Schritt für Schritt einführen. Das sind aber nur einige wenige von sehr vielen Vorstellungen. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben viele Ideen, die CSU Burglengenfeld. Wir haben viele Ziele und es gibt sehr viel zu tun in Burglengenfeld. Dazu brauche ich nun zuallererst Sie, meine lieben Freunde in der CSU. Ich möchte Sie bitten, mir Ihre Unterstützung zu geben, damit wir Burglengenfeld künftig zusammen gestalten können, in eine neue Zukunft. Ich werde ein junger Kandidat sein, aber ein sehr erfahrener, ein sehr engagierter und vor allen Dingen ein Kandidat, der handelt für Burglengenfeld, für seine Bürger und das über alle Grenzen hinweg. Bitte folgen Sie mir, folgen Sie uns, der CSU Burglengenfeld, in eine Zukunft, die das Wort Zukunft nicht nur im Stadtslogan trägt. Ich sage, ich bin der Thomas, da bin ich daheim. Und ich werde für meine Heimat Burglengenfeld und für seine Bürgerinnen und Bürger alles geben und versuchen, alles zu verbessern, was ich gerade angesprochen habe. Und ich sage Ihnen, mit Ihrer Unterstützung, mit eurer Unterstützung, wir können, wir wollen und wir werden die Wahlen gewinnen und wir werden Burglengenfeld voranbringen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich natürlich gratulieren zu dieser tollen Vorstellung, zu diesen Zielen. Wie kann man hier in Burglengenfeld Verbesserungen machen? Auch zu den Visionen, die können in der Politik mit dazu. Aber auch natürlich zu deiner tollen Wahl. 30 Stimmen, einstimmig. Wünsche dir alles Gute. Viel, viel Erfolg bei dieser Kommunalwahl. Dir,
bei den Stadtratskandidaten dann und insgesamt auf eine gute Zukunft hier mit deinem Bürgermeister Thomas Gesche in Burglengenfeld. Heutigen Tag ist dir sehr herzlich zu gratulieren zu dem einstimmigen, zu diesem hervorragenden Ergebnis, zu deiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten der CSU. Und ein Begriff ist ja heute des Öfteren gefallen, und das ist das Wort Mut.